So, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu Teil 3, Folge 3 quasi von Ground of Aces. Und wir sehen hier schon Low Food, gerade eben stand da No Food. Und ja, ich bin jetzt dabei, gerade ein bisschen was einzusammeln, so dass die meine Leute hier mal ein klein bisschen wieder Futter zusammenkriegen, was halt richtig, richtig gut wäre. Dafür brauche ich einmal Wasser und einmal Essen. So, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Das heißt, der See muss auf jeden Fall geplündert werden. Der See ist noch. Der See muss geplündert werden. Was haben wir da? Die Hacken und Fällen. Und genau, da machen wir mal Cancel drauf. Weil jetzt brauchen wir im Moment nur Wasser und Essen, dass ich erstmal wieder ein klein bisschen hier gerade vorkommen. Ich bin schon bei minus 21. Ja, da haben wir beim letzten Mal ja nicht so drauf geachtet. Das war nicht so cool. Und ja. Ups, so, weiter geht's. Ne, weiter geht's. So, jetzt. Okay, also ich habe Food. Ich habe ein bisschen Wasser. Das heißt, es müsste auch Break Things. Das ist aber nicht gut. So, weil jetzt haben wir ja langsam auch Sachen. Warte mal. Wieso kann ich denn hier nur Stock machen, anstatt. Ich hab ganz viele davon. Mach doch mal jetzt bitte einer essen. Das wäre super gut. Aber irgendwie fühlt sich niemand berufen dazu. Das finde ich ein bisschen schade. Bring Resources, okay. Ah, jetzt, da kommt einer und macht was. Los, mach Essen. Macht er Essen? Das ist schon mal. Oh ja, da, guck mal. Da sind 20 Essen. Jetzt holt er Wasser. Oh ja, danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Jetzt müssen die nur noch ein ganz klein bisschen durchhalten. Meine Moral geht minus 25 war es gerade eben. Jetzt geht es wieder ein klein bisschen runter. Das freut mich schon mal. Dann hoffe ich, dass gleich sich irgendjemand, wie gesagt, hier auf den Weg macht und Essen kocht. Das wäre super, super gut. Mal schön so ein Essen. Bisschen Fresschen. Können wir auch noch ein klein bisschen mal Wasser dazu machen. Vielleicht so 10. Habe ich nämlich auch nicht mehr. So, 20, 20. Jetzt machen sie wieder die Runway. Assemble, bitte Essen machen und Trinken machen. Danke. Guck mal, obwohl ich Essen nach ganz vorne gestellt habe, sind die alle an der Runway zugange und keiner macht hier was. Das ist ein bisschen. Da müssen die nochmal gucken. Oder ich mache irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Boah, ey, das ist noch so viel. Das sind noch locker 600 Stück oder so. Muss ich dann auf jeden Fall noch mal gucken, dass ich ein, dass ich mir dann noch mal irgendwann so ein Sanddings. Irgendwo. Warte mal. No, 3, geht's weiter. Da hinten bin ich, sind die noch dran. Der ist noch leer und hier war auch noch irgendwo einer. Der ist auch noch. Gut. Okay. Gut, 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 gut. So. Wie sieht's aus? Essen gibt's noch ein paar, das ist super. Trinken kommt dann auch noch gleich dazu. Hoffentlich.
Das Essen scheint aber auch schon wieder weg zu sein, ne? Das ging ja echt flott. Na gut, ich meine, wenn 5 Essen hergestellt wurden, ich 8 Leute habe, dann ist das natürlich auch so eine Sache, wo man denkt, so, okay, pass mal auf, Assemble, bitte weitermachen mit, bevor alle gleich hier, oh, die sind alle schon im wütenden Zustand. Das ist gar nicht so cool. Da, 5 Essen. Geil, 5 Essen. Ist schon mal eine gute Sache. Ah, jetzt sind sie auch gleich alle wieder weg. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen Wasser herstellen. Mindestens 8, damit natürlich auch alle was trinken können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber echt eine uncoole Sache hier, Leute. Ich meine, immerhin habe ich mich schon ein klein bisschen wieder verbessert. Nur noch minus 19. Aber ich glaube, da steht Verbesserung dann auch eher in Anführungsstrichen. Würde ich jetzt mal so tippen. Tja. Irgendwie müssen wir die wieder hochkriegen. Vielleicht. Oh, warte mal. Function Areas. Storage. Nee, 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 nee. Wir bauen mal Building Floor. Ich mache einfach mal aus Tarp. Baue ich hier mal ein Gebäude. So. Wir bauen Türen auf jeden Fall. Da bauen wir eine Tür ein und da bauen wir eine Tür ein. Wir da ein Fenster rein und da ein Fenster rein und da ein Fenster rein. Dann bauen wir hier die. Vielleicht dachte ich mir gerade, wenn ich jetzt so eine kleine Messe oder sowas baue, dass man dann einfach, dass die da so ein bisschen rein können, chillen können. So, dann brauche ich noch ein Dach für das gute Stück. Geht nicht. Geht das nicht? Ah. Naja, wir bauen es trotzdem. Sheet up. Ah, vielleicht habe ich nicht genug Tarp, das kann natürlich sein. Mal schauen. Guck mal, was haben wir denn? Herbs Plant, okay. Muss ich den Rest dann zerstören hier, oder? Ah, nee, das war nicht so clever. Okay, also, nochmal. So, wir können erstmal bauen. Und er macht Essen, er macht Trinken, das finde ich richtig gut. Okay, ich habe Wasser, ich habe. Ah, warte mal, ich habe hier nichts mehr. So, Wasser habe ich eine ganze Menge. Der ist leider noch nicht wieder ganz voll, aber fast. Das ist schon mal gut. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall gleich einen, der wieder Essen und Trinken macht. Das wäre eine ganz wichtige Sache. Bisschen Essen habe ich noch, bisschen Trinken habe ich auch noch. Aber es wird natürlich nicht reichen. Also da muss man wirklich richtig gut drauf achten, so wie es aussieht, weil ansonsten hat man einfach ein Problem. So, wir haben Essen, wir haben Trinken. Das ist schon mal gut. Bring Resources. Okay. Warte, assemble bitte. Wir brauchen wieder jemanden, der Essen und Trinken macht. Das ist so schnell weg. Da kommt man ja gar nicht hinterher. Das ist ja Wahnsinn.
Und dann braucht man wahrscheinlich eine zweite Küche, damit man bei der einen Essen und bei der anderen dann Trinken herstellt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber meine Güte, das ist ja unglaublich. Da kommt man, wie gesagt, gefühlt gar nicht hinterher. Resources produced meals and purified water. Okay, was ist denn der Unterschied? Indoor Kitchen. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird jetzt Trinken gemacht. Das ist schon mal gut. Essen habe ich noch ein bisschen. Und so langsam könnten die Leute auch mal wieder gut drauf sein, oder? Ja, Energie ist schon mal ganz gut. Improved by leisure activities. Okay. Deshalb ist die Idee hier vielleicht dann doch gar nicht so blöd von mir, dass ich hier einfach dann jetzt. Warte mal, da wollten wir die hinbauen. Ach Mann, wo? Echt jetzt? Wie kriege ich die denn jetzt weg? Kriege ich jetzt gar nicht weg? Ah, nein. Das ist noch ein bisschen blöd gemacht, dass man da man einmal verklickt und zack. Hat man ein Problem. So. Ja, jetzt auch wieder Vorsicht. So, das muss dahin. Dann hätte ich gerne ein Fenster, eine Tür. Ja, und ruhig noch ein Fenster. So. Okay. Und wenn ich es richtig sehe, muss da auch noch eine Tarp hin. Ah, okay. Wasser haben wir wieder da. Wir brauchen mehr Essen. Wo gibt's denn hier noch Essen sonst? Young Tree. Busch. Da sind noch ein paar Pilze. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, hier sind noch mehr Pilze. Cool. So, wir brauchen nämlich richtig viel Essen. Oh, das ist aber ein bisschen stressig. Das können Sie ruhig noch ein bisschen weniger machen, finde ich, weil das ist einfach zu nervig. Man will sich ja um den, auch im Endeffekt dann um den Krieg kümmern und nicht um die ganze Zeit nur, dass die Leute Essen haben. Finde ich jetzt noch ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Das kann natürlich auch gut sein. Dementsprechend will ich da mal noch nicht zu vorschnell urteilen. Aber ja. So, dann machen wir noch mal ein paar Essen dann gleich. Aber auch das hier, das scheint irgendwie nicht so richtig zu funktionieren, finde ich jedenfalls. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber auch da kann es natürlich sein, dass ich da irgendwas falsch mache. Oder irgendwas nicht ganz schnalle. Wie gesagt, wenn ihr da mehr wisst oder so, schreibt es gerne mal rein, dass ich da vielleicht nicht ganz doof sterben muss irgendwann. Das wäre super. So, Sleep. Was ist denn hier los? Leisure Activities. Ja. Wieso baut denn hier auch keiner weiter? Ja, das ist ja nun echt blöd auch gemacht, dass ihr einfach jetzt hier euch so komplett da rausnehmt. Das finde ich echt richtig doof. Ah. Ah, guck mal, jetzt kann ich. Ah, das war jetzt clever gemacht. Meine Güte. Schön. Okay, wir lassen laufen. Wir lassen laufen. Witzig. Und gucken mal. Was so bei rumkommt. Hier haben wir schon mal Wasser.
Das heißt, ich könnte ja irgendeinem mal sagen, Assemble, dann machen wir schon mal Wasser, was gar nicht so doof ist. Ja, weil die Leute werden sicherlich auch gleich wieder Durst haben und sich das Wasser hier einfach wegreißen. Oder auch nicht, sie bringen es erstmal ins Lager, auch gut. So, was ist das hier? Morale, the average confidence, energy, mood. Ah, okay. Close window. Ich weiß halt auch nicht, ob dieses hier oben noch irgendwie zu muss oder nicht, ne? Aber da kann man ja auch, man kann da oben nichts machen. Also, ja. Guck mal, da wird das erste Essen schon mal wieder reingepackt. Das ist super gut. Wenn jetzt noch Wasser hinterherkommt und hier vielleicht auch noch mal irgendwer baut, natürlich auch nicht ganz blöd. Ja, guck mal, da geht's los mit Essen. Also ja, also ich weiß nicht, ich glaube, man braucht echt zwei Küchen. Die eine macht Essen, die andere macht Trinken, weil ansonsten kommt man gar nicht mehr hinterher, gefühlt. Also, oder man muss halt wirklich die ganze Zeit so micromanaging-mäßig unterwegs sein und sagen, alles klar, jetzt brauche ich ja das, jetzt brauche ich ja das. Aber immerhin geht's hier schon mal ein klein bisschen weiter. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. So, Moment, wir haben Essen, wir brauchen Trinken. Und zwar machen wir hier noch 16 Mal Trinken. Ja, füllt schon mal einer hier was rein, das ist gut. Jetzt gehen alle schlafen. Ach, guck mal hier, aber da sind schon mal die ersten immerhin wieder die. Ah, nee, doch nicht. Schade. Ich dachte gerade. Oh, immerhin keine bösen Smileys mehr, aber. Wohl doch nicht. So. Warte mal. Clay und Wasser brauche ich dafür. Ja, ich kann ja auch ein paar Bricks herstellen, weil irgendwofür brauchte ich Bricks, ich weiß es gar nicht mehr genau. Für den Zementmixer? Nee, dafür brauche ich Stahl und Planken. Und ich habe kein Holz wahrscheinlich, deshalb gibt es keine Planken. Mücke! Habe ich sie? Nee. Schade. Harvest. So, genau. Bäume fällen, Pilze sammeln. Und hier, er macht Essen, nee, er macht Trinken, auch gut. Essen haben wir auch nicht mehr, das heißt, wir können auch gleich wieder mit Essen starten. Machen wir mal 20, so. Aber die Base Morale ist immerhin, minus 0,02. Es geht langsam wieder. Dafür, dass wir in der letzten Folge bei minus 25 waren, ist das jetzt schon mal nicht ganz so schlecht. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Aber im Großen und Ganzen ist die Tendenz schon mal wieder immerhin Richtung positiv. Das ist doch ganz okay. Vielleicht könnte ich es jetzt schaffen, wenn ich ein bisschen aufpasse, hier auch mit Essen machen, dann Trinken machen. Kann ich ja eigentlich schon mal gleich hinten anstellen. Trinken machen. So. Und ich muss gucken, der See hier oder der Teich ist leer. Hier war irgendwo noch ein Teich, da ist ein Teich. Wir müssen unbedingt die Teiche jetzt wieder machen, dass Wasser reinkommt. Es wäre auch ganz cool, wenn man automatisch, wenn man Leute abstellen könnte und sagen würde, ey, du holst Wasser, du holst das. Das fehlt auch noch so ein bisschen jetzt gerade. Das fehlt sehr. So, jetzt haben wir alle Teiche. Ah, hier, guck mal, da ist auch noch ein Teich. Okay. Gleich wieder alles ranholen, damit es dann losgehen kann. Und ja, die Leute müssen unbedingt. Wie schnell so ein Tag vorbeigeht, ne? Wahnsinn. Ich glaube, hier sind sie aber jetzt ein bisschen weitergekommen. Ah, habe ich noch Tarp überhaupt?
Ah, deshalb geht's nicht weiter. Ich habe keinen Tarp mehr. Mist. Man konnte doch auch noch Pause. Da. Dafür brauche ich Machinery. Wer stellt da? Produced. Ach so, ah, die Metal Workbench macht Machinery. Und das brauche ich für die Taylor Station. Und dann kann ich neue Tarp bauen und dann geht das hier auch wieder. Okay, ja. Ja, alles klar. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass hier danach dann auch wieder Essen reinkommt. Essen reinkommt. Ja, 20 Essen machen wir danach. Schon wieder alles leer. Die ist so schnell leer. Echt übel. Also das müssen sie ein bisschen reduzieren, finde ich. Weil. Oder man müsste mehr produzieren. Ne? Ich meine, dass die Leute am Tag, also morgens, wenn sie irgendwie wach werden, eine Einheit essen, eine Einheit trinken, okay. Aber dann müsste man irgendwie mehr produzieren davon, weil das ist ja richtig anstrengend. Das ist richtig anstrengend. So. Aber immerhin hier ist, sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Das finde ich schon mal richtig gut. Hier, ich habe Wasser, ich habe Clay, aber irgendwie, da könnte vielleicht Break Things. Ne, mach mal hier. Na, jetzt kannst du schlafen. Ah, Mist, ich hätte schon längst längst schon Flugzeuge haben können. Hier fehlen nur noch Planken, da auch. So, aber jede Menge. Natürlich auch blöd. So. Harvest. Bäume. Was ist das hier? Berrybusch. Oh, Berrybusch. Ah, guck mal, da hast du auch mehr Essen. Sehr gut. So, weil wenn das jetzt hier gleich losgeht, dann habe ich ja vielleicht, weil hier habe ich schon 20 Bricks drin, da fehlen mir nur noch 18, doch 18, nein, 28, meine Güte. Kann nicht mehr rechnen. 28 Planken. Hier fehlen noch 40 Planken. Aber hier sind auch die Bricks drin. Das heißt, zwei Flugzeuge könnte ich gleich schon mal. Also, Bricks. Ah, muss ich gleich irgendwem sagen, er soll hier das stocken. Und hier muss ich auf jeden Fall auch wieder Wasser machen. Und danach muss ich Essen machen. So. Ah. Eigentlich hätte ich schon Bock, die noch ein bisschen länger arbeiten zu lassen, aber ich glaube, dann drehen die richtig am Rad. Das lasse ich vielleicht lieber. Stockpile, ja, hier Stockma. Weil, wenn ich jetzt nämlich die Bretter zusammenkriege. Ah ja, guck mal, jetzt baut er Planken, das ist schon mal gut. Und die werden jetzt hoffentlich hier und hier reingepackt. Oh, aber wahrscheinlich kann ich die Flugzeuge ja noch gar nicht landen, wenn die Landebahn noch nicht fertig ist, oder? Oh nein. Ich habe noch 139 Sand. Das reicht auch nicht aus, glaube ich. Sammeln wir noch mal ein bisschen mehr. Also wir haben hier grob, sag mal, 1, 2, 3, 4, 5.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Das war es mal 12, glaube ich, ne? 250. Ah. Komme ich mit dem Sand auf jeden Fall nicht hin. Da muss ich, brauche ich noch ein bisschen was. Und ich habe schon wieder kein Essen, kein Trinken. Alter, das ist doch zum Chill? Nix da. Hier, mach. Wir brauchen Trinken und danach brauchen wir Essen. Ganz genau. Bring Resources. Los. Hä, wieso bringt er jetzt nur einmal Resources? Macht er jetzt weiter? Nee. Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Man bringt doch so lange irgendwo was hin, bis es fertig ist. Ready for build. Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Ja, du build. Aha. Das gefällt mir. So, ich habe noch 35 Planken und ich brauche noch 38. Okay, das heißt, wir müssen noch mal 5 Planken mehr bauen, damit ich das zweite Flugfeld dann auch noch fertig kriege. So, aber gleich ist schon mal ein Flugfeld da. Das ist gut. Dann kann ich mich nämlich darauf fokussieren. Die Landebahn fertig zu machen. Und dann will ich endlich mal so eine Dings irgendwie fliegen. Ich habe mal gucken, ich bin so gespannt, wie das funktioniert. Und was man dann bekommt. Ob man dann irgendwie Ressourcen bekommt oder. Wozu sind die Aufträge? Das ist ja die nächste Frage. Das würde ich auf jeden Fall schon gerne nochmal miterleben. Achso, wenn ich auf Pause gedrückt habe, dann geht es auch nicht weiter, ne? So. So, bitte. Die Küche bestücken. Dankeschön. Das machst du sehr, sehr gut. So, warte. Du machst bitte das bestücken und die fertig. Sehr gut. Jetzt habe ich 35. Hä? Wieso habe ich nur 35? 20. Ist das jetzt fertig? Parking Spot. Airplane. Ah, hier, Parking Spot. Da habe ich einen Parking Spot. Airstrip Tier too low. Okay, die kann ich noch nicht kaufen. Kauft man die überhaupt? Request Plane. So, habe ich jetzt gemacht. Bomber Interceptor Mission. Oh, Bomber Interceptor Mission. Urgent. Ja, schade, mein Runway ist noch nicht fertig. War jetzt natürlich nicht so cool. Warte. Wir machen jetzt erstmal die weg und dann machen wir hier Purified Water wird gemacht. Das ist gut. Ja, wie mache ich das jetzt, dass ich denen sage, die sollen bauen? Das hier ist doch bauen, oder nicht? Nee, das ist bauen. So, jetzt ist bauen ganz vorne. Das heißt, alle müssten ja eigentlich, wenn sie wach werden, gegessen haben, bauen. Bauen, da geht nicht zu bauen, also Low Mission Timer, ja.
More planes possible. Runway incomplete. Ja, okay. Macht Sinn. Bitte, liebe Leute. Ja, okay, das funktioniert. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Tippe ich mal. Aber es ist nur noch ein kleines Stückchen. So, du machst einfach Assemble, damit wir nicht wieder hier komplett gleich auf dem Trockenen sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre nämlich richtig schlecht. Essen habe ich nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier auch noch mal. Sind das wieder so Berry Bushes? Ja, okay. Dann nehmen wir gleich den See hier mit. Oder Teich. Ich sage immer See. Aber ist gar kein See. So, haben wir hier auch schon wieder was? Jo, sehr gut. Der ist noch leer. Der ist auch noch leer. Irgendwo hier war noch einer, glaube ich, oder? Nee. Okay, so, das haben wir auf jeden Fall auch schon wieder. Alles klar, weitermachen. Ich will jetzt das erste Flugzeug hier haben. Verdammte Axt. 22 von 40 und ich brauche auf jeden Fall dann noch 18 Stück. Wo sind die hin? Hä, was habe ich denn davon gerechnet? Machen wir nochmal 20. Und dann müssen wir gleich irgendwem sagen, Stockpile das ganze Zeug mal. Aber wichtig ist jetzt, dass die Landebahn endlich fertig wird. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich ein Flugzeug habe, ob ich dann schon losfliegen soll oder nicht. Aber ich sehe auch gerade, ich mache Pause, 31 Minuten. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch eine vierte Folge, einen vierten Teil geben. Ja, sorry für das etwas Planlose, aber das bei Spielen, die man halt nicht kennt, manchmal einfach so. Na, also wie gesagt, es reicht erstmal eine Dreckpiste, um Flugzeuge wohl starten und landen zu lassen, jedenfalls T1. Wenn ihr das macht, was ich mache, dann dauert es ein bisschen länger. So, liebe Leute, ich bin jetzt hier erstmal raus für heute. Ich wünsche allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis zur nächsten Folge Ground of Aces. Ciao, ciao.